Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Hellblade Senua's Sacrifice mit dem Ralf. Und in der letzten Folge haben wir tölblicherweise den Schädel von Dylan verloren. Und wir sind jetzt auf dem Weg tiefer in diese Dunkelheit, um ihn wiederzufinden. Ja, wir müssen tiefer. Hab ich doch gerade gesagt? Meine Stimmen labern mir dazwischen. Hilfe! Ja, dann gehen wir mal tiefer. We have to go deeper. Erinnert mich ein bisschen an Inception. Oh oh. Jetzt, heute ist ein bisschen wackelig auf den beiden, die gute Senua. Echt? Bla bla. Ah, da geht's runter. Aber hier ist das M. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Darkness in you. Where is she now? The darkness killed your mother. Where is she now? Where is she? She's here. To her. The darkness will kill you. The darkness took your mother. Take you. Eventually. Really? Okay, wir können nicht mehr zurück. Her mother was weak like you are. Her mother was weak like she is. So weak. The darkness took her and it will take Senua. It's just a matter of time. Ah, da ist das M. Ich hab das eben schon gefunden. Aber. Okay, wir müssen dazu kommen. Ich muss dann dahin drehen. War das knapp. Dackchen. Okay. Kann ich darüber? Aber das Feuer nicht an. Alter, bleib mir nicht hängen. Okay. Wie mache ich das Feuer wieder an? Problem ist, wenn ich hier rausrenne, kann ich nicht genug sehen. Nicht da rein. Aber ich sehe nichts. Das ist doch kacke.
haben wir denn hier? Ah, sind wir auf der anderen Seite? Ah, okay. Wir hätten gar nicht da durch müssen. Doch, wir müssen da durch, weil nur dann ist das offen. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Das nochmal. Lauf! Also ich mache mir das Feuer hinten holen. Where is she going? Faster, faster, keep going, keep going. Stop. Jawohl. Ach, Fackel wieder an oder geht's weiter? Nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so. But when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Hey, was haben die dem wohl erzählt? Okay. Ab ins Loch. Okay, hinter uns gibt's nicht weiter. Ach, schon wieder die tollen Hände. Nicht rumgrapschen. Legt die sich jetzt hin? Achso, ja. Oh, lecker. I can smell your
leaving with him. You turn your back on me. That is why Dillian will rot in hell. Come into my shadow. Uh-oh. Hey, baby. Immer drauf da. Auf die Fresse! Alter, was war das für eine Attacke? Wie sollte ich die blocken? Ausweichen hat ja nichts gebracht. Komm nur! Oh fuck! Komm von oben! Ach komm! Ein One-Hit down, das ist doch Kotze! Thank you.
Oh, Druff da auf den Pisser. Hinspringen. Alter, spring doch weg. Endlich, Drecksack! Geh drauf! Okay, dagegen konnte ich nicht. Okay. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, Lilo. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. At every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain to trust you as deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. I know. What else can she do? She doesn't want to tell. She has nothing. She's come this far. She wants to go. Tja, es ist das Mal deutlich höher, weil ich ein paar Mal gefehlt habe. Aber wir leben noch. Weiter geht's.
Alter, wie sieht's denn hier aus? Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Wo lang muss ich eigentlich? Ah, okay. Ich muss da oben hoch und den richtigen Fokuspunkt finden, um die Brücke zu reparieren. Ah. Und jetzt haben wir die zwei Runen übersehen und jetzt sind wir wohl im letzten Level. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Na denn, wird sicher toll an. Denn? Zumindest der Teil ist jetzt wieder repariert. Aber den anderen Krieg haben wir noch nicht repariert. Aber war hier oben noch was? Nö. Okay. Dann Abmarsch zurück und jetzt wird hier bestimmt ein Kampf kommen. Das sieht schon zu offen aus. Na? Was sag ich? Behind you!
Rodele. Da denkst du, okay. How will she do it? What will she do? Und wieder Runde. Naja, ob unsere Kriegerseele genug ist, das werden wir noch rausfinden. Broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. So, haben wir den Teil repariert. Wir reparieren wir den nächsten Teil. Dann muss ich dann hier rein. Ah. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Wird er das? Werden wir sehen. Sag mal hier. Tür geht nicht auf. Okay. Einen neuen Weg freigelegt, dann gucken wir doch gleich mal, wo der uns hinführt. Und da ist gleich eine Rune. Finde ich gut. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell. And the heavens will split open. Ragnarok wird kommen. Okay, da kann man noch nicht durch, aber hier haben wir einen Durchbruch. Aber, wenn ich so auf die Uhr gucke, dann würde ich mal sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle. Und ich denke, dass die nächste Folge schon fast die letzte sein werden oder sein könnte. Aber, weiß ich nicht, letztes Mal habe ich auch falsch gelegen. Aber so viel kann nicht mehr kommen. Weil wir sind schon ziemlich am Ende von dem Ganzen. Was ich einerseits schade, andererseits cool finde. Weil das Game ist schon ziemlich geil.
Nichtsdestotrotz sage ich vielen Dank fürs Zusehen und hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da und kommentiert in die Kommentare, wie ihr das Game bisher so fandet. Und wenn ihr grundsätzlich feiert, was wir auf diesem Kanal so für einen Blödsinn für euch treiben, dann lasst doch uns ein Abo da und betätigt den Notification-Bell, damit ihr mitbekommt, wenn wir live gehen und ein Video von uns online geht. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.